Ich fange meistens mit der Auswahl des Gemüses an. Hier haben wir mal Zucchini, Karotte, Kohlrabi und Stangensellerie. Ein bisschen Pfefferoni kommt dann zum Schluss noch hinein, damit wir ein bisschen mehr Stärke bekommen, ein bisschen mehr Schärfe. Hier haben wir mal Biohändel Hühnerbrust. Zuerst schneide ich alles klein in Stücke, haue es dann in diese Schüssel hinein. Das Händel schneide ich klein, haue es in die Schüssel rein. Warum ich es klein schneide, hat den Sinn, dass die kleinen Stücke besser durchgebraten werden, schneller durchgebraten werden als das große ganze Händel. Man spart sich Zeit beim Braten und es wird alles gleichmäßig schön durchgebraten. Die Gemüseauswahl ist so ziemlich egal, was ihr nehmt. Nummer 1, am besten was ihr verträgt. Dann was euch schmeckt, ist weniger wichtig. Es ist alles gewöhnungsbedürftig. Und ihr könnt, wenn ihr ganz spezifisch das Gesundeste nehmen wollt, was ihr findet, wie rote Rüben, rote Beete und Fenchel und solche Sachen, dann könnt ihr das natürlich als Auswahl auch nehmen. So, es wird geschnitten. Das Gemüse ist mal geschnitten, alles in kleine Stückchen hier. Und jetzt kommen wir zum Fleisch. Immer schön alles abwaschen, überhaupt beim Fleisch, auch noch ganz wichtig. Also das Fleisch ist jetzt dazu gemischt, das wird jetzt mit Kräutern gewürzt. Diese drei Kräuter zuerst, Bangkok rotes Thai Curry, Cayennepfeffer und Paprika, süß. Also es hat eine leichte Schärfe, überhaupt das Thai Curry. Die drei zuerst, direkt dazu rein, wird vermischt. Die, wenn ich ganz alles fertig gebraten habe, die Kräuter gebe ich ganz zum Schluss rein. Die will ich nicht durch die ganze Hitze durchbraten, die werden nur angebrannt. Also Kräuter zum Schluss, diese Sachen zuerst. Die Sehnenstück habe ich rausgeschnitten. Und das kommt auch noch später erst rein, wenn das alles kurz vorm Abschalten ist. Manche Gemüsesorten brennen leichter an, andere Gemüsesorten wie Karotten nicht. Ich nehme noch ein bisschen gelbes Curry nach, weil mir die Farbe ein bisschen zu wenig intensiv ist. Dann verrühre ich das Ganze. Man sollte an der Farbe ein bisschen merken, dass was drauf ist, damit ein bisschen besserer Geschmack dabei ist. Ihr könnt Geschmack, wenn dann durch Soßen oder durch Gewürze für euer Fleisch gewinnen. Und Geschmack ist nicht schlecht eigentlich. Zum Erhitzen habe ich meine Pfanne Vollgas aufgedreht, nicht reingreifen, drüber halten. Wenn ihr Wärme spürt, dann könnt ihr es reingeben. Dann drehe ich es sofort auf 7 runter oder 6, wenn ihr haben wollt. Ich schütte das Fleisch rein auf Stufe 9, drehe es sofort runter auf 7 oder 6 und lasse es mal ein bisschen anbraten. Pfefferoni und Jungzwiebel schneide ich, wenn ich anbrate, wenn alles schon bratet. Immer schön Hände waschen bei allem, was Chili ist und schärfer. Und Pfanne ist bereit. Thank you.
Also diese 2-Leute-Portion ist jetzt fertig, oder für mich einfach 2 Portionen, Frühstück und Abendessen. Ich gebe es in die Schüssel, das ist meine kleine Essensschüssel, nur im Vergleich. Die Kräuter werde ich dann noch drauf haben, Zitronenpfeffer. Ich pfeffere Zitronenpfeffer und Pfeffer meistens noch zum Schluss ein bisschen drüber. Alles andere habe ich inzwischen abgewaschen. Und ja, das hat circa 35 Minuten habe ich es braten lassen, oder 6 Minuten, und dann habe ich es ausgeschalten und einfach ruhen lassen, bis der ganze Dampf weg ist, und dann sollte es essenbereit sein. Mahlzeit! Getrocknete Kräuter sind oben, da ein bisschen Pfefferoni dann noch zum Schluss reingehauen. So sieht's aus. Ein bisschen juicy ist es noch.